Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mal etwas Schönes, das man auch aus dem Filmbereich kennt, und zwar das hier. Schweinchen Wilbur und seine Freunde, oder auf Englisch Charlotte's Web, genau so heißt es. Ich hoffe, ihr kennt den Film, ich habe mir den mal gegeben und ich muss sagen, er ist wirklich besser, als das ich gedacht habe. Um was es geht, möchte ich euch jetzt nicht unbedingt verraten, aber vielleicht erfahren wir es ja bald. Mal die Rückseite betrachten, kann man nicht lesen, Moment, da. Spaß auf dem Bauernhof. Als Schweinchen Wilbur an den Bauernhof der Zuckermans verkauft wird, freut er sich schon auf ein luxuriöses Leben. Er hat keine Ahnung, dass seine neuen Besitzer ihn in ihrem nächsten Festschmaus haben wollen. Nur, wenn du dich mit den anderen tapferen Tieren des Bauernhofs und einer freundlichen Spinne namens Charlotte zusammenschließt, kannst du Wilbers Leben retten. Dieses aufregende Action-Adventure basiert auf dem Kinohit der Paramount Pictures und dem vielgepriesenen Buch von E.B. White, wie auch immer, kenne ich nicht. 19 Minispiele, 3 spielbare Charaktere, Schweinchen Wilbur, Spinne Charlotte oder Ratte Templeton, halte dich von Ärger fern, ja, wie auch immer. Wenn wir schon mal gezoomt haben, suchen wir uns noch ein Jahr aus, 2007, okay. Zoomen wir mal wieder raus, nachdem uns das Schweinchen angegrinst hat, ungefähr so. Und ja, da steht sogar Charlotte's Web, wie gesagt, der englische Titel. Und wir sehen uns auch noch gleich das hier an. Das Booklet, was ziemlich dünn ist. Vorbereitungen. Leben auf dem Bauernhof, bla bla bla. Hier sind noch die Steuerung. Verwendung in Minispielen. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird ein bisschen unschön. Spaß auf dem Bauernhof, Highscore, Erkundungen, Netzkünste, Balance daddeln. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, Tasten daddeln. Ich habe das Gefühl, das Spiel besteht nur aus Minispielen. Hier noch Katapult irgendwas und Nachspann. Ja, gut. Wie gesagt, das scheint ziemlich einfach gestrickt zu sein. Aber wir werden sehen, wie das Spiel wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit Schweinchen Wilbur und seine Freunde. Ja, fröhliche Musik bei Schweinchen Wilbur und seine Freunde. Start drücken, okay, das kann ich. Hab's geschafft. Optionen vielleicht. Bla 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 bla. Ja, wird schon alles stimmen. Ja, wird schon alles stimmen. Ich würde sagen, neues Schabiel. Was? Namen eingeben muss ich auch noch. Na schön. Wenn es unbedingt sein muss. Zahlen kann ich auch schreiben, das ist schön. Ja, alles der Richtigkeit halber. So eingeben, vielleicht gewinne ich ja irgendwas. Oder was, ich gewinne was? Ich habe doch nicht die geringste Ahnung. Mach ich denn? Ja, das wird jetzt ziemlich spannend. Ich kann doch nicht die Taste gedrückt halten, damit es schneller geht. Nein. Leider nicht. Es geht jetzt alles ziemlich langsam. Aber wir sind gleich soweit. So, wir haben es geschafft. Und erstmal speichern natürlich, weil das Namen eingeben und so, ne? Das war schon eine Leistung. Ja. Speicherplatz 2, meinetwegen. Bisher haben wir mehr gespeichert, als was anderes gemacht. Kann das sein? Aber die Musik ist hübsch. Als ich noch ein Baby war, rettete mich ein kleines Mädchen und kümmerte sich fortan um mich. Doch schon bald geriet ich in Schwierigkeiten. Eines Tages saß ich glücklich in meinem Kinderwagen, als dieser plötzlich losrollte. Oh, was? Es ist zu lange her, seit ich den Film gesehen habe. Ist Wilbur wirklich mal mit einem Kinderwagen umhergefahren? Ich weiß es nicht mehr. Was? Bleib auf rechts und sammle Äpfel, um Punkte zu machen. Der Berg muss irgendwann zu Ende sein. Kinderwagen lenken damit. Korrigiere die Balance durch Drücken der Tasten. Was für eine Balance? Oh Gott. Was mache ich hier? Fahre rechts. Ah, ich habe verstanden. Ich muss das so irgendwie ausgleichen. Ist gar nicht mal so leicht irgendwie. Auf die Straße zu achten. Oh, fuck.
auf die Straße zu achten und dann gleichzeitig noch die Balance zu halten. Weiß nicht. Ach so, grüner Pfeil ist vielleicht was Gutes, oder wie? Ah, jetzt habe ich verstanden. Wollte mich verarschen. Grüner Pfeil. Wo? Hier, Apfel. Okay, wir bleiben rechts. Wir bleiben rechts. Hier kommt gleich was. Shit. Apfel nicht gekriegt. Die Balance halten. Oh Gott, das ist schwerer, als dass es aussieht. Oh Gott, überall rot. Da kommt wieder was Grünes. Okay, ich sammle Punkte, ich sammle Punkte. Das mit der Balance ist irgendwie interessant. Gefällt mir wirklich gerade. Was jetzt? Der Berg ist noch gar nicht zu Ende, aber wir haben angehalten. Okay, ich hinterfrag's gar nicht. Okay, wir sind gerade Kinderwagen gefahren. Ich musste echt mit Viereck und Kreis die Balance quasi halten. Ich weiß nicht, ob ich sonst umgekippt wäre oder... Ich wollte es auch nicht wirklich testen. Bin ich ganz ehrlich. Wird geladen. Wow, so viel ist bisher noch nicht passiert. Ist das wieder eines von diesen Spielen? So bin ich wohl hierher gekommen. Ganz allein in einer fremden Scheune. Hey Schweinchen, such draußen nach einem Loch im Zaun. Warum? Oh, ich kann mich bewegen. Oh, ich kann die Kamera nicht wirklich drehen. Ich kann mir das Schweinchen auch nicht wirklich ansehen. Ich drücke alle Tasten. Ich kann irgendwie nichts machen. Außer das Schwein ganz komisch steuern. Oh Gott, ist das komisch. Warum steuert sich das so komisch? Ein Loch im Zaun. Was? Gott. Was? Warum stockt es so? Ist das hier das Loch? Nee. Kamera ist scheiße. Steuerung ist kacke. Und warum stockt es immer so? Loch im... Ah, da! Ach so, da. Defekter Zaun. Untersuchen. Homer! Was? Hey, halt, Schwein! Oh, oh, oh! Was jetzt? Oh, habt ihr dieses rucklige Steuerungszeug gesehen? Das war ja mal gar nicht schick. Das war wirklich gar nicht schick. Wenn ich so ein Video sehen würde, würde ich sagen, ja, die ROM ist verbuggt. Aber ich spiele sie ja mit der richtigen Disk, verdammt. Deswegen, was sollte das gerade? Aber es ist scheinbar wirklich so ein Spiel, wo ich eine Minute lang spielen kann und dann wird wieder geladen. Was? Wer sind diese Leute? Lauf um dein Leben, lass dich nicht fangen. Sammle Äpfel für Extrapunkte. Gehen, rennen. Aha, toll, nur mich bewegen. Schön. Ja, und... Wo sind Äpfel? Wo soll ich jetzt hingehen? Lauf vor den Bauern weg. Ist das meine Maximalgeschwindigkeit? Na, fantastisch. Der Bauer wird mich nie finden. Was steht da auf der Wiese? Ein Schaf. Kann ich mit dir agieren? Nö. Es ist dumm, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Lauf vor den Bauern weg. Ja, wo ist denn der? Ich sehe weder einen Bauer noch einen Apfel noch sonst was. Aber ich sammle Punkte. Seht ihr? Oben rechts. Obwohl ich gar nichts mache. Wo ist der Kackbauer? Ah, da ist der Bauer. Wie bewegt sich der denn? Wie ein Zombie. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wow, ist das anspruchsvoll. Ich gehe lieber. Ich gehe lieber. Wo sind... Da sind... Ach so, da sind Äpfel. Oh, das sind mehrere Bauern. Sehe ich erst jetzt. Was für ein Riesenapfel, ey. Genau gleich groß wie das Schwein. Oh, noch 15 Sekunden. Sollten wir hinkriegen, nicht gefangen genommen zu werden. Da waren jetzt zwei Äpfel. Fantastisch. Und Leute, gute Neuigkeiten. Wir haben es geschafft. Fantastisch. Essen riecht gut. Sie können nicht weiter böse sein, wenn Sie mir Essen geben. Was? Was? Nein, fahr nicht drauf rein! Ach so, weil die ihm Essen geben wollen, glaubt das Schwein jetzt, sie sind sind lieb. Ach so, ich verstehe. Ist ja gut, Mensch.
So, wieder eine Minute gespielt und wieder eine Minute Ladezeit. Mhm. Gutes Spiel, super Spiel. Mhm. Gefällt mir nicht. Aber der Film ist gut. Ich sag's euch, der Film, der ist wirklich nicht schlecht. Der gefällt mir. Neue Ladezeit. Wo ist eigentlich Charlotte? Gestern ging ich wegen dem zur Scheune zurück. Wegen was? Gestern ging ich wegen dem zur Scheune zurück. Das war wirklich toll. Aber die anderen Tiere reden nicht mehr mit mir. Es war ein miserabler Tag. Und ich bin ganz allein. Wenn ich losziehe und jedem Geschenke besorge, werden sie vielleicht etwas freundlicher. Ernsthaft? Finde Nistmaterial für die Gans. Vielleicht sagt sie dir, was die anderen Tiere mögen. Lass dich nicht von den Bauern fangen. Gehen und rennen. Aufnehmen und fallen lassen. Und reden, alles mit X. Wow, diese Steuerung. Okay, sag mir was. Die Gans spricht nicht mit mir. Was da auf dem Boden? Ah, die Ratte. Kann ich aber weder aufnehmen noch sonst was. Finde Nistmaterial. Wie muss ich das jetzt verstehen? Hier ist doch überall Gras, das man zum Nisten verwenden kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich suche. Ich hoffe, ich sehe das von weitem, wenn irgendwo was ist. Oh Gott, da ist der Bauer. Was zur? Okay, es passiert mir aber nichts. Der steckt mich einfach wieder hier zurück. Wenn der mich sieht, dann ja, geht's dann ziemlich schnell. Da ist was Komisches im Boden drin. Was für ein Nistmaterial denn? Hä, was will das Spiel von mir? Jetzt mal im Ernst. Hm, schöne 2D-Büsche. Nett. Was soll ich denn bitte finden? Ernsthaft jetzt? Was suche ich denn? Ist ein anderes Schwein? Nee. Ein Schaf oder so. Ich kann auch nicht mit dem Vieh reden. Ich komme auch nicht mehr weg jetzt. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Leute, ich komme nicht mehr weg. Ich drücke alle Tasten, die ich habe. Ich kann echt nicht mehr weggehen. Spiel neu starten. Ich hab's kaputt gemacht. Oh Gott. Das zeugt wirklich von Qualität. Okay, nicht in andere Tiere reinrennen. Ja. Nistmaterial sammeln. Und nicht auf andere Tiere eingehen. Aber nochmal, was für ein Nistmaterial denn? So irritierend, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Oh Gott, da ist ein Bauer. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich kann nichts mitnehmen. Das ist ein verkackter Bauer. Wo ist er hin? Ist vielleicht da in der Scheune etwas. Auf jeden Fall sich vom Schaf fernhalten. Komm ich einfach nicht mehr bewegen. Das Spiel fühlt sich irgendwie unfertig an, muss ich sagen. Ja, unsichtbare Wand, auch schön. Kamera, ja, danke. Da liegt was. Kann ich das mitnehmen? Da! Orangenschale. Aha. Reicht es jetzt schon? Ich versuche mal zurückzugehen. Orangenschale. Was für random Crap ist das denn bitte? Bauer, du siehst mich nicht. Was heißen die beiden Kreise da oben rechts? Dass ich 2 Items brauche, oder wie? Vermutlich. Ja, und wir sind überhaupt nicht langsam unterwegs. Mhm. Tolles Spiel. Wirklich tolles Spiel. So ganz. Hier. Nimm. Was? Wie? Ich kann es ihr nicht geben. Oh, das für ein Spiel, bitte. Orangenschale, ja, fantastisch. Oh Gott, der Bauer da drüben. Verliere ich mein Material, wenn der mich sieht? Vermutlich ja. Die Auflösung ist auch so
Hallo Hund. You will be in a sandwich soon, my boy. Was? Auch der Hund darf mich nicht... Oh Gott, auch der Hund darf mich nicht kriegen. Ich frage mich jetzt, wo ist jetzt meine Orangenschale? Da, wo ich sie aufgesammelt habe oder da, wo ich sie quasi verloren habe? Ja, da vorne sieht man etwas leuchten. Bauer, verpiss dich. Ja, jetzt sieht man das von Weitem da. Aber wo ist noch etwas Zweites und wie kann ich es da ganz geben und... Warum funktioniert der Scheiß nicht? Ernsthaft, warum funktioniert der Scheiß nicht? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem absolut tollen Spiel sagen soll. Ich sehe wirklich nichts. Von Weitem irgendwie glänzen oder so. So groß ist dieses Gebiet ja auch nicht, dass ich hier absuchen kann, oder? Ich weiß echt nicht, was ich hier mache. Hier im Gestrüpp vielleicht? Nee. Stimmt noch da vorne bei diesem. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was ist das? Auf jeden Fall... ich kann da nicht unten... Back nicht rum. Oh Gott, ist das Spiel unfertig. Ist da oben etwas? Da oben hat was geleuchtet. Ich weiß nicht, ob es ein Bauer war oder Nistmaterial. Habe ich es vorhin schon angemerkt. Spiele, die unbedingt produziert werden müssen, weil es einen Film dazu gibt, beziehungsweise weil man ein Spiel zu dem Film machen will, ist meistens nicht so gut. Aber hey, was zur Hölle ist das? Baumwolle. Ja, das sah auch genauso aus für mich. Sah für mich wirklich genauso aus. Das ist die Scheune, ja. Baumwolle und eine Orangenschale. Das wird bestimmt ein tolles Nest. Bauern geht bitte alle. Warum sind hier so viele Bauern? Es gibt nur einen Bauer, theoretisch. So. Hallo, Gans. Hier. Danke, aber ich bin jetzt zu beschäftigt, um zu reden. Warum suchst du nicht Löwenzahn für die Schafe? Wenn du für jeden von ihnen eine Blume findest, werden sie sich bestimmt freuen. Oh, was? Aha, die Orangenschale ist für jemand anderes. Für wen? Hund, verpiss dich. Oh, da sind die ganzen Löwenzahnteile da. Für wen ist die Orangenschale? Oh, jetzt ist der Bauer da. Verpiss dich, Bauer. Orangenschale für dich? Nee. Gut, Löwenzahn hergeben. Zack. Ich kann auch nur zwei Dinge tragen gleichzeitig. Toll. Hier, nimm. Danke, das sieht lecker aus. Kannst du noch mehr für meine Freunde finden? Ich versuch's mal, aber es wird schon ein bisschen hardcore. Was? Ah, ich kann es auch wieder... dieser Kackhund. Dieser verkackte Hund, ey. Da ist Bauer und Hund. Toll. Sieht er mich? Nee. Der ist dumm. Okay, nehme ich jetzt halt beide Löwenzahn auf einmal mit. Leute, ist das ein spannendes Spiel, ne? Wow. Ernsthaft, wer hat das... wer hat das zum Verkauf freigegeben, bitte? Ich kann auch gegen die Hunde und gegen die Bauern gar nichts tun. Ich meine, das ist ja auch realistisch, weil ich bin nur ein Schwein, aber trotzdem. Geh weg, Bauer, geh weg. Oh nein, das ist der Hund. Nein, Hund. Nein, Hund! Oh Gott. Der verfolgt mich nicht hier rein, scheinbar. Ganz toll. Ganz tolles Spiel. Ich würde gerne noch diese Mission fertig machen und dann irgendwann habe ich es noch gesehen, weil zu viel Spaß ist auch nicht gesund. Und den Spaß, den ich hier gerade habe... Oh, verdammter Bauer. Dieser Spaß ist echt unbeschreiblich. Gehst du weg vom Schaf? Scheiß Zombie-Bauer hier. So, hier Schaf, nimm. Nimm! Hallo?
Ich... Okay, nee, ich habe mich nicht festgebackt. Aber irgendwie konnte ich nicht reden. Aber ich habe nur noch einen Löwenzahn. Vermutlich habe ich dem Schaf das Ding jetzt gegeben. Wow, ich halte kaum aus vor lauter Spaß. Ruf die Spaßpolizei. So viel Spaß ist bestimmt nicht erlaubt. Ist bestimmt illegal, so viel Spaß zu haben. Ist da vorne das letzte Schaf? Ja, scheinbar. Wie lange dauert diese Mission noch? Ich kann mich kurz an der Nase kratzen. Weil ich kann eh nichts anderes tun, als den Joystick bewegen, deswegen ja. Oh, nicht zu nahe zu diesem Schaf hingehen, ansonsten bugs wieder. Danke, aber wir müssen jetzt gehen. Keine Zeit zum Plaudern. Wenn du etwas Interessantes findest, kommt die Ratte vielleicht heraus und redet mit dir. Ratte? Ah ja, ich glaube, er mag Orangenschalen. Besorg ihm welche. Aha. Die Ratte also. Und dann haben wir vermutlich alle Tiere gesehen, die es hier gibt. Ernsthaft. Hier gibt es Schafe. Ein Hund. Eine Ente. Kühe haben wir gesehen und noch die Ratte da. Aber wo ist die Spinne? Wo ist diese Spinne? Charlotte. Oh, bitte renn schneller, Schweinchen. Ich bitte dich. Oh, komm schon. Was ist das für ein Spiel? Ernsthaft. So, Ratte, hier, nimm. Rumstahlen, bestens. Templeton? Das ist ein hübscher Name. Willst du mit mir spielen? Nein, zu viele Gründe sprechen dagegen. Bitte geh nicht. Schweinchen, ich spiele nicht. Ich nage, spioniere, verstecke mich und esse. Kannst du nicht einfach bleiben und plaudern? Nagen, spionieren, verstecken und essen. Spills, das war auch super. Ja gut, zugegeben, diese Mission dauerte jetzt länger als eine Minute, aber sie war scheiße. Oh, ich bin einsam. Du wirst doch nicht die ganze Nacht jammern, oder? Wer ist da? Du wirst doch nicht die ganze Scheune aufwecken, oder? Leg dich schlafen, ich rede morgen mit dir. Aha, da ist sie ja. Charlotte. Ja, okay, das war jetzt auch etwas. Ja, speicher halt schneller. So viel ist nicht passiert. Oh, nochmal eine Ladezeit. Immerhin geht sie schön schnell. Entschuldigung, würde sich derjenige, der mich letzte Nacht angesprochen hat, bitte vorstellen? Hier oben in der Ecke. Du bist eine Spinne. Habe die Ehre. Habe was? Habe die Ehre. Das ist nur eine höfliche Art, Hallo zu sagen. Warte dort. Ich komme herunter, um dich näher zu betrachten. Oh, was? Du solltest den Blauhähnen ausweichen. Oder willst du Abendessen werden? Apropos Abendessen, fang ein paar von den Fliegen. Nach links, nach rechts schwingen. Nach oben oder unten klettern. Netz abfeuern, Netz lösen. Netzballon, was? Was? Oh, was? Oh, was? Was? Ich... Was kann ich denn machen? Ja, die Fliege ist weg. Hoch da. Wie komme ich zu dieser Fliege hin? Ich komme nicht zu den Fliegen. Ich weiß jetzt immerhin, was ich machen muss. Kann ich mich bewegen? Aha, schön. Nee! Nein, ouch. Ich will die Fliege haben. Nom, 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 nom. Das war gut. Runter. Gib mir die Fliege. Was zur Hölle? Wo bin ich jetzt hingegangen? Oh Gott, ist das Spiel verbuggt. Ernsthaft. Was? Ich verstehe das Spiel nicht. Und runter. Nee, da kommt wieder so ein Vieh. Komm ich ran mit dem Ballon? Ich bin rangekommen auf jeden Fall. Was? Achso, ich habe zu wenig Punkte gemacht. Oh, versuchen wir es nochmal. Was ist das denn?
Es funktioniert genauso gut, wie ihr euch das vorstellen könnt. Wirklich genauso. Was willst du? Runter! Warum bin ich jetzt so hochgebounced? Ernsthaft, warum bin ich so hochgebounced? Runter! Hoch! Hey! Mein Gott, funktioniert das gut. Warum bounce ich immer so hoch? Und hoch und die Fliege. Ey, was ist das für ein Spiel, bitte? Das funktioniert in der Tat nicht, okay? Ach Gott. Wie viele Punkte brauche ich? Weiß es nicht. Kriege ich die noch? Die habe ich gekriegt, ja. Ja, was? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich sammle gerade Punkte wie bescheuert, aber... Da bin ich. Okay. Ich habe über 800 Punkte. Ich weiß nicht, wie ich die gesammelt habe. Einfach nur, weil das Spiel gebuggt hat, aber... ich frage nicht nach. Ich war plötzlich außerhalb des Bildes und habe Punkt gemacht. Gut, das, ja, ne? Ja, gut. Ich möchte es nochmal erwähnen. Der Film ist gut. Das Spiel ist kacke. Nur, falls ich es noch nicht angemerkt habe. Film ist gut. Der Sommer ist endlich da. Das geht auch für die jungen Gänse. Für alle bis auf eine. Was stimmt nicht mit dem? Muss ein Blindgänger sein. Würde es dich stören, wenn ich es für dich beseitige? Was könnte dir ein faules Ei nützen, hä? Man kann nie wissen. Na, so gut. Ab in den Tunnel. Hä? Was? Ja, ein faules Ei halt, ne? Ich bin nicht mehr ganz so bewandert, was im Film so alles passiert ist. Aber ich weiß, dass ich den Film gemocht habe und das Spiel nicht. Ja. Oho, Templeton hat das Ei fallen gelassen. Jetzt rollt es in seinem Tunnel hinter ihm her. Lauf oder du wirst zerquetscht. Da abbiegen, drücke die markierte Taste, um vor dem Ei zu bleiben. Okay, schön. Okay, schön. Markierte Taste drücken, das kann ich. Wie das aussieht. Abbiegen, ja. Okay, schön. Aber die Augen sind schön gemacht. Muss ich das so oft wie möglich drücken? Vermutlich, ja. Es ist cool, dass man hier mehrere Tiere spielt, quasi. Ja, ich muss die Taste immer wieder drücken, glaube ich, solange sie aufleuchtet. Dann hier entlang. Okay, das geht jetzt wieder relativ gut. Das Spiel ist ein bisschen seltsam, aber... Es funktioniert immerhin. Toll. Ich kann gehen, welche Richtung ich will. Das ist auch gut. Schaff ich's? Nach links. Hat das eine Rolle gespielt, in welche Richtung ich gehe? Ich fühle mich auch gerade irgendwie nicht so sehr gefordert. Ich gehe jetzt nach rechts. Seht ihr oben das Bild? Ich sollte eigentlich bald am Ziel sein. 1000 Punkte einfach nur, weil mir nichts passiert ist. Yeah, Templeton hat's geschafft! Bestens, genau dort, wo ich es haben wollte. Gut gemacht! Okay, ein Minispiel sehen wir uns jetzt noch an. Eines. Was steht eigentlich auf der Verpackung? 19 Minispiele voller Abenteuer. 19. Mm. 3 spielbare Charaktere. Schwein, Spinne und Ratte. Okay, wir haben immerhin alle Charaktere gesehen. Aus 19 Minispielen besteht dieses Spiel, ja. Mehr ist da scheinbar nicht. Tolles Spiel. In letzter Zeit siehst du aus wie ein kleiner... Fesselballon, was ist das denn? So ist es wohl. In meinem Alter ist es eine gute Idee zuzunehmen. Eine gute Idee für wen? Komm schon. Warum musst du die...
kurzzeitigen Hänseln. Die kurz... Achso, die bald gegessen werden vermutlich. Was auch immer. Etwas stimmt nicht. Du musst herausfinden, was los ist. Vielleicht weiß er es die Ratte. Ich muss zur Ratte gehen. Toll, die ist genau da. Templeton, was ist ein kurzzeitiger, hä? Hey, Schweinchen, gib mir etwas dafür, dass ich mit dir rede. Ich habe gesehen, wie die Bauern heute Morgen alte Wurst weggeworfen haben. Ich komme aber nicht an sie ran. Besorg mir die Wurst, dann gebe ich dir einige Informationen. Da oben, sie leuchtet. Oder ist das... Oh, Bauer, geh weg. Wächst da echt gerade Wurst im Garten? Oder ist es nur eine Blume? Das kann auch sein. Nein, du verkackter Hund, geh weg. Oh mein Gott, ich habe den Scheißhund nicht mal gesehen. Das ist nervig. Ja klar, jetzt ist der Hund da, der Bauer ist da. Wir gehen einfach mal straight geradeaus, okay? Wenn das eine verkackte Blume ist, dann regt es mich auf. Aber das ist bestimmt die Wurst, oder? Es muss die Wurst sein. Wurst, ja. Wenn der Wurst wird, geh weg, du Scheißbauer. Geh weg! Ich darf hier sein. Wo? Nein. Oh Gott, was soll denn das? Ich habe auch keine Ahnung, in was für einen Blickwinkel ich mich bewegen... Jetzt kommt dieser Scheißhund schon wieder. Och, ist das dumm. Hund, verpiss dich. Geh irgendwo dein Revier markieren oder irgendwie sonst was. Irgendwas, das Hunde tun. Und du, Bauer? Was weiß ich? Geh zum Friseur oder so. Lass meine Wurst in Ruhe. Nein. Was soll ich denn machen? Das ist random, wo das Scheißvieh auftaucht, dieser Hund, meine ich. Und natürlich rennt der Bauer da oben um die Wurst umher. Der Hund interessiert sich auch nicht für die Wurst, versteht ihr? Ey, warum rennt dieser Hund genau da entlang? Ich gehe jetzt einfach wieder. Gerade auslaufen, bitte. Wilbur, ja? Und du, Scheißbauer, geh endlich weg von meiner Wurst. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen pervers, wenn ein Schwein eine Wurst einsammelt, aber... Naja. So, mitnehmen. Jetzt einfach nur gerade auslaufen und hoffen, dass dieser Scheißhund nicht wieder irgendwann auf mich zugestürmt kommt. Sogar das Gras sieht scheiße aus, mal ganz im Ernst. Das ist Rotze. So. Ratte, sag mir jetzt, ob ich recht hatte oder nicht. Hier, nimm. Lecker, großartig, Wurst, Mann. Okay, ich weiß nur, dass Kurzzeitige nicht lange auf dem Bauernhof bleiben. Ich glaube, die Kühe wissen mehr darüber. Aber du musst ihnen frisches Heu besorgen. Ach Gott. Das Heu könnte versehentlich als Matratze in meinem Bau gelandet sein. Okay, ich glaube, am Ende des Feldes liegen auch einige kleine Bündel. Da steht immer noch Findewurst für Templeton. Warum auch immer. Am Ende des Feldes. Aha, jetzt ist da... Ach so, jetzt ist da das Tor offen. Wow, das ist ja ein riesiges Gebiet, wo wir uns aufhalten können. Oh mein Gott. Warum schwebt das heute in der Luft? Jetzt mal im Ernst. Das blau leuchtende Teil da, es schwebt in der Luft. Kann ich nicht hier irgendwo... Nee, hier kann ich kein Heu mitnehmen. Ist klar. Ah, hier. Aha. Ich nehme gleich zweimal Heu mit, das ist gut. Ich hoffe, der verkackte Hund bewegt sich hier auf diesem Feld nicht umher. Was macht dieser Scheißbauer eigentlich den ganzen Tag? Wie ein Zombie über sein Feld laufen. Kühe melken oder Rasen mähen oder Gemüse anpflanzen. Was weiß ich, was ein Bauer den ganzen Tag macht. Ernsthaft. Aber ich weiß bestimmt eher, was ein Bauer den ganzen Tag macht, als diese Zombies. Nein. Nein, nein, ich bin doch... Nein. Ey, das ist doch sowas von bescheuert. Ich will nur noch diese Mission zu Ende spielen, Leute. Mehr will ich gar nicht. Das Ganze hat es nicht mal verdient, als Mission bezeichnet zu werden. Mal ganz im Ernst. Warum leuchtet jetzt da nichts mehr? Da leuchtet nichts mehr. Warum?
Die Orangenschale hat immer, immer geleuchtet. Ah, okay, doch. Nee, das System mit dem Hund und diesem Bauern und so, das ist doch kacke. Ob ich dieses Spiel komplett let's playen soll? Yeah, das würde unglaublich viel Spaß machen. Nein, würde es nicht. Hier einen Speedrun machen oder so, das wäre auch fantastisch. Ey, wenn sich Wilber hier von A nach B bewegt. Wenn sich Wilber hier von A nach B bewegt, man kann ein Kind zeugen, ein Buch schreiben, einen Baum pflanzen, das Auto reparieren, was weiß ich. Es passiert einfach nichts. Shit, wie komme ich jetzt zu den Kühen? Geht das von hier aus? Jetzt mal im Ernst, wie komme ich zu den Kühen? Das ist ein Problem, das ich mir gerade erst jetzt offenbart. Ich habe Heu. Wie komme ich jetzt zu diesen verkackten Kühen? Was? Ah! Jetzt ist hier auch offen, ich verstehe. Ja, okay. Ist gut, ich hab's geschafft. Wenn nicht der scheiß Hund jetzt auf einmal auftaucht. Oh, kann ich die Treppe hochgehen? Natürlich nicht. Was habe ich mir auch eingebildet. Okay, Kühe, wisst ihr mehr? Das ist lieb von dir. Gibt es vielleicht noch mehr? Wunderbar. Kannst du mir vielleicht sagen, was ein kurzzeitiger ist? Tja, nein, ich bringe es nicht übers Herz. Tja, eigentlich solltest du mit dem schlafen. Was? Tja, eigentlich solltest du mit den lesenste Kunst. Mit den Schafen sprechen. Sie sind unterwegs, kommen aber bald zurück. Sind aber schlecht gelaunt. Da wird heute Morgen das ganze Wasser getrunken haben. Ich sag dir, was. Sie werden dir alles erzählen. Wenn du ihnen frisches Wasser bringst. Wo zur Hölle soll ich jetzt Wasser hernehmen? Achso, finde einen Eimer. Die Mission ist immer noch nicht zu Ende, Leute. Gute Neuigkeiten. Spiele ich jetzt den Scheiß echt schon eine halbe Stunde? Im Ernst jetzt? Der Eimer ist doch irgendwo hier, oder? Den haben wir doch schon ein paar Mal gesehen. Stand hier nicht irgendwo hier? Oh, Menno, da stand doch irgendwo ein Eimer. Wo ist denn der? Du Schei! Habt ihr gesehen, der Hund ist gerade über den Zaun gebackt. Was für ein ausgereiftes, tolles und lustiges Spiel. Leuchtet der Eimer wenigstens irgendwo? Geht da vom Gebüsch weg. Ah, da oben. Oh, da kann ich jetzt auch reingehen. Fantastisch, gib mir den Eimer. So, und jetzt? Nee, ist ein Autoreifen, ist kein Wasser. Ja, was jetzt? Muss ich jetzt eben noch Wasser reinmachen oder so? Fülle den Eimer mit Wasser aus dem Tank. Ah, das da ist der Wassertank, ne? Und das komische etwas da vorne, von dem ich nicht wusste, was es ist, da kann ich vielleicht. Nee, kann ich nicht. Da kann man einfach nur durchgehen. Und du, verpiss dich, Bauer. Nein. Kommt der Papa. Ey, das ist doch sowas von dumm. Das ist dumm. Das ist so dumm. Warum kann Wilber nicht rennen oder so? Oh nein, da ist der Bauer schon wieder. Jetzt geh da weiter, verdammt nochmal. Ja, Eimer, so. Wo ist der Bauer? Ich sehe ihn gerade nicht. Gleich wird er mir wieder, ja, den Fluchtweg versperren, könnte man sagen. Oder der Hund kommt, eins von beiden. Wie lange will ich das Spiel noch spielen? Doch, jetzt hier. Was, du verdammter Hund, geh weg. Was? Wie hab ich's jetzt gemacht? Einmal mit Wasser.
Aha, okay, jetzt ist er voll. Wo muss ich jetzt hingehen? Zurück zu den Kühen, nehme ich an. Nein, der verdammte Hund, geh weg. Wo ist er jetzt? Da. Ich gehe zu den Kühen. Oh, bitte, Hund, geh bitte ganz weit weg von mir. Wie lange dauert diese Mission noch, ganz im Ernst? Oh, das ist so nervig. Ich habe schon lange nicht mehr sowas Nerviges gespielt, echt. Ich dachte echt so, wird bestimmt jetzt kein A-Titel, sage ich mal. Aber wird schon irgendwie gehen. Aber das hier, das, nee. Wo muss ich jetzt das Wasser reinmachen? Was? Wo muss ich jetzt das... Bring das Wasser zu den Schafen. Wo sind die Schafe? Wo sind die verdammten Schafe? Jetzt ernsthaft? Bin ich hier in der Sackgasse? Ich bin hier in der Sackgasse. Tolle Sache das. Wo sind die verkackten Schafe? Jetzt mal im Ernst. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Muss ich jetzt echt diesen ganzen Scheißweg nochmal um die ganze verdammte Scheune gehen? Ich nerv die überhaupt nicht. Ja, ihr könnt euch das jetzt ebenfalls antun, genau wie ich. Glaubt ihr wirklich, ich mach diesen Scheiß alleine? Nein, hab ich keine Lust. Was ist denn hier? Kann ich hier hochgehen? Natürlich nicht. Ein kleiner Abhang. Schwein kann nicht da hochgehen. Wo sind die verdammten Schafe, ey? Aber so vom Weitblick her macht das Ganze schon einen schönen Eindruck. Aber, ey, warum wird mir nicht gesagt, wohin ich muss? Auch hier sind... Wo muss ich hingehen? Ey... Oh Gott. Und hier ist auch noch zu. Ich komme noch nicht mal durch. Warum hat man nicht da oben irgendwo ein Gatter hingemacht oder so? Die Musik geht mir auch auf den Sack. Ey, wo muss ich mit diesem verdammten Wasser hin, ey? So groß ist das Gebiet nicht. Gleich werde ich wieder vom Hund gejagt. Ich wette. Was heißt gejagt? Er wird mich kriegen. Oh nein, das ist ein scheiß Bauer. Beim Heu sind die Schafe nicht, oder? Nee, ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Nein, geh weg, du verdammter Bauer. Geh doch einfach weg. Geh weg. Nein, der kommt auf mich zu. Der kommt auf... Ich kann nichts machen. Der kommt auf mich zu. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, da drüben. Da vorne. Wo sind die verkackten Schafe? Ich hätte gerne eine Komplettlösung, Leute. Gib doch bitte einfach nur geradeaus, Wilbur, ja? Nein, der Hund. Wo sind die Schafe, ey? Bringst du zum Schaf? Wo ist das scheiß Schaf? Ich meine, wie gesagt, so viele Möglichkeiten gibt's nicht. Sind jetzt vielleicht hier drin? Geh da hoch. Ne, hier ist immer noch nichts. Wo können die scheiß Schafe noch sein? Jetzt ist hier auch. Geh doch einfach nur geradeaus. Aha, jetzt. Ja, aha. Ja, toll. Weiß aber immer noch nicht, wo die Schafe sind. Leute, Moment, das dauert zu lange. Da hinten sind die scheiß Schafe. Wie komme ich da hin? Ist alles eingezäunt. Was? Doch irgendwie von der anderen Seite? Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Wo muss ich lang gehen? Hier irgendwo muss der Weg sein. Muss irgendwie doch darüber kommen.
Ah, vielleicht so. Hm, da hochklettern konnte ich nicht. Oh, toll. Ah, oh, tolles Spiel. Hm, tolles Spiel. Leute, ich habe keine Lust mehr. Jetzt ganz im Ernst, ich spiele den Scheiß schon beinahe 3/4 Stunden. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Hier, verkackten Schafe, hier, nehmt das Scheiß Wasser und haltet die Klappe. Eier mit Wasser, ja. Was? Ich... Bring's doch den Schafen. Besten vielen Dank. Woher wusstest du, dass wir frisches Wasser wollen, hä? Was ist denn kurzzeitiger? Oh, glaubst du wirklich, dass dich der Bauer aus reiner Nächstenliebe mästet? Eigentlich schon, warum? Die Sache ist so, er lässt sich nicht von seinem Herzen leiten, sondern von seinem Bauch. Geräucherter Speck, Schinken, Schweinebraten, Würstchen. Was? So geht es jedem Frühlingsschwein, wenn die Weihnachtszeit naht. Das tut mir leid, Wilbur. So war es schon immer. Sie dürfen mich nicht töten. Das ist nicht fair. Ich bin doch noch so jung. Wie könnte ich das nur akzeptieren? Werdet ihr mich nicht vermissen? Ich würde euch alle vermissen. Wenn einer von euch an meiner Stelle wäre, würde ich alles tun, um ihm zu helfen. Ich werde helfen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich werde helfen. Ja, das ist schön. Danke, Charlotte. Leute, wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Das war Schweinchen Wilbur und seine Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!